Morgen, ich bin total fertig, weil ich gestern auf dem Megahertz-Konzert war und bin heute früh um 5 ins Bett gekommen, weil ich noch die sehr geil gewordenen Bilder vom Fotoshooting auf MySpace gezogen habe. Und er war in einer Tittenbar. Aber man muss dazu sagen, seine Frau ist ja nicht da. Hat gesoffen. Wie heißt die nochmal? Sexyland. Sexyland. So sehe ich auch aus. Und er hat gesoffen, dass die Schwarte kracht. Und er hatte Titten, ich hatte gestern auch Titten beim Megahertz-Konzert, aber irgendwelche Gothic-Tanten halt. Auch nicht schlecht. Ja. So, wir haben gestern 3 Songs geschafft. 1000 Grad. Alpha Tür. Was noch? Dein Herz verliert. Und der Song wird richtig crank. Komm, ich geh mal rein, und das ist immer so Herz. Ja, genug laut, machen wir Milch, oder? Fängst du mal an, ein bisschen warm singen, oder? Ja, ja, sowieso. Das wird heute. Willst du die Nummer erstmal so einmal komplett durchsingen, bitte? Ja. Das wäre vielleicht für mich nicht verkehrt, weil ich mich darauf konzentrieren und dann gucken, was du machst. Dann kann ich so ein bisschen mir überlegen, wie ich sie zusammenschneide. Seit 1000 Jahren schon liegst du hier neben mir, schaust mich nicht mehr an. Falscher Text, verdammte Kacke, nein, 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 nein. Fest in meiner Hand, doch ich spüre sie nicht, doch ich spüre sie nicht. Komm mit mir mit, am Ende des Tunnels wartet das Paradies auf uns. Tauch mit mir ab, geh mit mir baden, ob du willst oder nicht. Tauch mit mir ab, geh mit mir baden, ob du willst oder nicht. Ist es zu verschmerzen, selbst unsere Herzen schlagen nicht mehr im Takt. Rösterchen? Natürlich nur Wasser, nicht so wie er. Strophe. Strophe. Danke. Meine Augen. Deine Augen? Schon wieder. Bist du da rein? Das heißt, da auch kannst du nicht sehen. Da fehlt dir eine Silbe. Also kannst du mich denn sehen? Geht nicht. Wenn, dann müsstest du halt mich. Kannst du mich da sehen? Also müsstest du 2 Silben haben. Eigentlich heißt es ja nur, kannst du mich sehen? Kannst du mich denn verstehen? Dann geht's wieder, oder? Dann besser noch 2 Silben dazu. Also, vor dem Sehen. Kannst du mich da sehen, ja? Kannst du mich denn? Nee. Kannst du mich hier noch sehen? Kannst du mich da noch sehen? Kannst du mich überhaupt noch sehen? Das ist zu viel. Ja, das ist das Problem. Wir brauchen eine kurze Silbe. Kannst du mich hier noch sehen? Kannst du heute noch sehen? Ja. Kannst du mich heute noch sehen? Probieren wir mal. Schmeißt du komplett weg, oder? Weil warm machen musst. Warm machen wir. Da knackst immer was. Ja, ja, ich weiß. Das gibt's doch nicht. Nee, es kann halt eigentlich nicht. Das kriegst du das gar nicht raus. Ich weiß nicht, woran es liegen kann. Na, Jürgi, es liegt an deiner miesen Aura. Ja? Also, das geht gar nicht. Also, so. Ich meine, Jürgi, du warst immer mein bester Freund. Aber Wolle ist echt traurig jetzt, also wirklich schon. Es ist mehr Gänseblümchen, keine Gänse. Das ist halt eher so, ich bin halt eher so der charmante, gut aussehende Typ der Band. Ja klar, ich meine, kann nicht jeder so talentiert sein wie ich, weißt du? Doch mit mir ab, geh mit mir baden, ob du bist oder nicht. Ist es zu verschmerzen, selbst unsere Herzen schlagen nicht mehr im Takt. Ja, so ist doch schon schöner. Gott, jetzt kommt der Ruheteil. Mach die Kamera aus!
So, Lalärchen, das war's auch schon wieder vom heutigen Podcast. Diesmal habt ihr gesehen, Herzparasit im Studio beim Gesang aufnehmen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Stay tuned und herzparasitische Grüße. Bis dann, euer Recu. Tschüss.